kein Riss im T-Shirt, ab in den Müll damit. Und der Kaffee-to-go-Becher wandert gleich hinterher. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, bei der wertvolle Ressourcen meist nur einmal genutzt werden. Dieses Prinzip der einmaligen Verwendung von Ressourcen nennt sich Linearwirtschaft. Das Problem dabei ist jedoch, die Müllberge wachsen. Wird der Müll verbrannt, gelangt immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das ist schädlich für das Klima. Und die fossilen Rohstoffe sind endlich. Besser wäre es daher, wertvolle Ressourcen in einen Kreislauf zu führen, in dem sie immer wieder verwendet werden können. Ein solches Wirtschaftssystem nennt sich Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft. Biologische Ressourcen eignen sich besonders gut für solche Stoffkreisläufe, weshalb die Circular Economy ein wichtiges Ziel der Bioökonomie ist. In einer Kreislaufwirtschaft wird etwa ein Baum erst zu einer Tür, dann zu einem Tisch, zu einem Fußbodenbelag und schließlich zu einer Quelle für chemische Stoffe in einer Bioraffinerie. Durch diese Kaskadennutzung sollen Ressourcen geschont, Abfall reduziert und Emissionen vermieden werden. Auch das Gas Kohlendioxid wird in der Kreislaufwirtschaft idealerweise zum Rohstoff für interessante Produkte wie Kraftstoffe, Dünger oder Kunststoffe. Experten schätzen jedoch, dass Stoffkreisläufe allein für ein wirklich nachhaltiges Wirtschaftssystem nicht genügen. Sie müssen mit anderen, ressourcenschonenden Recycling-Technologien kombiniert werden. Noch Fragen? Am Ende des Videos gibt's nochmal eine Zusammenfassung. Uns gibt es auch bei Facebook und Twitter und bei YouTube kannst du uns abonnieren.